klar verbinde ich was mit Reformation, weil die hat es möglich gemacht, dass ich trotz meiner 4 in Latein die Bibel lesen darf und verstehen darf. Und das macht einen Hauptbestandteil oder mit einem der lebensnotwendigsten Bestandteile meines Daseins aus. Ständig, überall, immer wieder, aber weniger in so einem globalen, die Gesellschaft verändernden Reformationsgedanken, als vielmehr in einzelnen Menschen oder in einem Individuum, das Erkenntnisse bekommt und sich selbst reformiert, sozusagen, oder selbst erneuert oder bekehrt. Sowas findet ständig statt. Gerade wir hier in Deutschland, die wir so satt sind an vielen Dingen und denken, wir haben alles und brauchen ja irgendwie gar keinen Gott. Und wir haben ja das Auto und den schönen Garten, das schöne Haus. Und da wäre genau ein Luther wahrscheinlich mal recht, der sagt, ey Leute, das kann es doch nicht sein. Das ist es doch nicht, was ihr braucht zum Leben, was euch Erfüllung schenkt. Ihr könnt euch euer Glück und eure Erfüllung nicht kaufen. Ich hatte 3 Monate lang nur so auf dem Rücken gelegen, mein Kopf war so verschraubt. Diese Zeit war so gerade etwas überstanden und ich durfte in Anführungszeichen zum ersten Mal ein paar Minuten im Rollstuhl sitzen, das Bett verlassen. Da war es so für mich die einzig logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. So wohin sonst? Ja, das war dann so ein Moment, in dem ich trotz der ganzen Kacke da grinsen musste und mich freuen konnte und wo ich so einen Frieden empfunden habe, so einen Frieden von innen heraus, ohne irgendwie was durch Leistung mir verdient zu machen, ohne Ablass zu bezahlen oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach reine Gnade ist. Und dann atme ich so durch und komme so an und da wird gesungen und ich höre zu und manchmal singe ich mit, manchmal singe ich nur stumpf, nicht denkend mit und mal versuche ich dem Text zu folgen und dann weiß ich, dass es wirklich effektive Zeit und auch mein Kopf und Geist geht dann so im Flugmodus Richtung Himmel. Ich fühle mich selbst oftmals relativ nutzlos, weil ich irgendwie gar nichts tun kann, mich nicht bewegen kann und immer auf Hilfe angewiesen bin. Und dann habe ich die Nachricht so des Neuen Testamentes, die gute Nachricht, für mich als so eine gute, auch lebenserhaltende Nachricht entdeckt, dass ich mich fast mitverantwortlich fühle, dass man die auch nach draußen bringt und ich weiß, wie es mir hilft und wie es mir gut tut und denke, das kann und sollte auch anderen so gehen. Und eins der obersten Maxime ist die Nächstenliebe. Ich finde, das sollten wir auch so leben. Früher habe ich Freiheit auch so viel über körperliche und physische Freiheit definiert. Surfbrett schnappen, ins Auto steigen, in Atlantik fahren und surfen oder Snowboard und in die Alpen zum Snowboarden. Das war irgendwie so ein Freiheitsgefühl. Davon musste ich mich verabschieden, aber durfte erkennen, dass es auch andere Formen von Freiheit gibt, dass aus einer Liebe heraus, beiderseitigen Liebe, man Dinge gerne tut, gerne seinen Nächsten liebt und gerne hilft und gerne ergibt und aus so einem liebevollen Miteinander heraus man frei sein kann, ähnlich wie es in einer Beziehung ist, in der man ja auch gewissermaßen verbunden ist, gebunden ist an einem Partner, aber aus der Liebe heraus sich irgendwie frei bewegen kann. Nach meinem Unfall haben aus den Schauspielkreisen die Leute selber gesagt, wir arbeiten hier nur professionell, also nicht mit Behinderten, der hat hier nichts verloren. Und da bin ich dann trotzdem hingegangen und stand dort, konnte nicht anders. Und es hat Früchte getragen und im Nachhinein, denke ich, war es wohl das Beste, was ich machen konnte.